Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute wieder eine Blogfrage, auch eine interessante Frage, und sie kommt von David und David möchte wissen: Hallo Modern Koi Team, ich hatte aufgrund von Erkrankungen, wie ich hinterher feststellte, Karpfenläuse im Teich und habe diesen auf 0,5% aufgesalzt, um Bakterien und Parasiten zu bekämpfen. Steigt der pH-Wert nach dem Aufsalzen stark an oder lag es an dem Teichschlamm, dass der pH-Wert so hoch war? Habe gestern einen Teilwasserwechsel gemacht von ca. 30 cm des Wasserstands und habe jetzt bessere Werte und die Koi haben endlich Hunger. Freue mich auf eure Antwort, mit freundlichen Grüßen, David. David, danke für deine Frage. Hilfreich ist es immer, wenn du uns in etwa sagst, wie hoch war der pH-Wert vorher, wie hoch war er nachher und wie waren die Wasserwerte, nachdem du den Wasserwechsel gemacht hast, weil so ist es natürlich alles irgendwie grobe Theorie. Aber meine Einschätzung hierzu ganz einfach. Bakterien und Parasiten abzutöten mit einer Aufsalzung auf 0,5% funktioniert so nicht. Also 0,5% Salz hat auf die wenigsten Parasiten und auf die wenigsten Bakterien eine letale Wirkung, dass sie da tatsächlich absterben. Aber indirekt habe ich den Effekt, dass ich mit 0,5% Salz im Wasser das Immunsystem der Koi entlaste, die Koi dadurch ein stärkeres Immunsystem haben und sie dadurch sehr viel besser selbst gegen Bakterien und Parasiten zur Wehr setzen können. So, also ich habe einen indirekten Effekt, aber keinen direkten. Das sollte man wissen. Genauso ist es mit deinem pH-Wert. Wenn du jetzt normales Leitungswasser nimmst und da Salz reinkippst und währenddessen den pH-Wert misst, dann wirst du da keine wirkliche Veränderung des pH-Werts feststellen. Warum? Weil das Salz, auch wenn es sich auflöst, keinen pH-Wert verändernde Eigenschaft besitzt. So, was aber passiert, wenn du deinen Teich aufsalzt, dann wirst du mitunter die Algen abtöten. So, zumindest wirst du sie hemmen. Und wenn du dann einige Tage wartest, dann wirst du vielleicht merken, dass dein pH-Wert sinkt. Und warum sinkt dein pH-Wert? Ja, was macht die Alge den lieben langen Tag? Die nimmt das CO2, das freie CO2 aus dem Wasser und verarbeitet es mit Hilfe von Sonnenenergie in Zucker für ihren Stoffwechsel und in Sauerstoff, dessen Abfallprodukt ist, der an das Teichwasser abgegeben wird. Also hätten wir dadurch eher durch das Aufsalzen einen Effekt, dass der pH-Wert sinkt und ist kein freies CO2 im Wasser. Dann beschafft sich die Alge den benötigten Kohlenstoff aus der Carbonatherde. Auch die Carbonatherde wird dann daraufhin sinken, aber auch eine sinkende Carbonatherde hat in der Regel einen sinkenden pH-Wert zur Folge. Also mir fällt gerade nichts ein, was passieren könnte im System, dass du durchs Aufsalzen einen pH-Wert steigenden Effekt provozierst. Vielleicht gibt es den, ich glaube es jetzt so vordergründig erstmal nicht. Ich glaube eigentlich, die senkenden Effekte aufgrund der absterbenden Algen sind da in jedem Fall stärker. Was du aber komplett richtig gemacht hast, und das ist gut, du hast erstmal 30 cm Wasser gewechselt, dein Wasser wurde dadurch besser, und dass das die richtige Maßnahme war, haben dir natürlich deine Koi gezeigt, indem sie Hunger entwickelten und jetzt endlich fressen wollen. Also, Schlamm raus, Wasserwechsel kann ich Ihnen allen nur empfehlen, jetzt im Frühjahr einmal vorsichtig, einmal richtig den mechanischen Filter reinigen, vielleicht auch den Schmutz, der sich über den Winter im Teich gesammelt hat. Einmal raus Bodenabläufe, einmal richtig spülen, richtig Wasserwechsel machen, unter Beobachtung der Wassertemperatur natürlich. Den Biofilter würde ich jetzt eher in Ruhe lassen. Der muss sich jetzt auch erstmal vom Winter erholen und muss wieder zu alter Leistung zurückfinden. Aber einmal jetzt eine schöne Teichhygiene, bevor jetzt dann im Ende Mai, Anfang Juni die Temperaturen 20, 22 Grad erreichen werden und dann die Fütterung wieder richtig losgeht. Also, David, vielen Dank für deine Frage. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog.